Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zum Mass Effect TDFLP hier als Ding am Start. Ich hatte Urlaub, ich war lange nicht da. Ich war am Chillen. Ich habe mich gut erholt in dem letzten Monat. Da habe ich auch nicht gezockt. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nachdem mich das so übertrieben abgefuckt hat hier. Weil ich werde schon wieder, glaube ich, sterben. Nein, diesmal nicht. Wir sind hier in dieser Todesschneise, nachdem wir hier 150 Millionen mal verreckt sind. Ich habe das jetzt einigermaßen gemanagt. Und ja, wir sind back on track. Und wir rasieren das hier jetzt. Klatschen jetzt alle weg auf unserem coolen Schiff. Hier, wo wir ja gelandet sind. Was super huge ist, wo wir dann gestorben sind. Weil ich so eine dumme Rakete getötet hat, was richtig unlogisch war einfach nur. Genau dieser Geschützturm-Scheiß, keine Ahnung, wie man den ausmacht. Ich habe keinen Raketenwerfer. Warum gibt es in diesem Spiel keinen Raketenwerfer? Mann, so eine Scheiße, ey. Erstmal töten wir diese Lappen hier. Dieser Lapons. Mein Gott, ich werde gleich sterben, ich sehe schon, mein Gott, die Raketen fliegen. Shit. Holy shit, holy shit. Okay, warte, kurz ducken. Wiederbeleben. Medipack, das ist auch so dumm. Medipacks haben CD. What the fuck? Na klar, jetzt stellen wir uns einfach mal an die Wand. Locker flockig, Alter. Alter, wir werden hier so rasiert einfach nur. Okay, der ist down. Well done, da hinten steht auch noch einer. Fuck! Ich muss mich auf die vorne konzentrieren. Ich sehe seine Lebensanzeige nicht, das ist dumm. Oh, my brother. Okay, wir müssen irgendwie laufen. Hier machen wir das Schild an. Ah, Schild ist voll. Okay. Und wir verdassen das. Irgendwelche Geschosse von uns abprallen. Laufen mal hier runter. Oder drüber, rüber. Müssen wir hier hin? Bestimmt müssen wir hier nicht hin. Das ist bestimmt der falsche Weg. Oder? Da können wir jetzt so unten rumlaufen. So. Überaus penitiös. Das wäre eine, dann wären wir natürlich ein Fuchs. Wenn das jetzt hier der richtige Weg ist. Oder der richtige Weg ist. Nein, 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 geh weg von mir! Fuck! Geh weg! Schlag ihn, irgendwas! Oh mein Gott! Hör zu auf, ich hab gesehen. Oh mein Gott, Fickt euch alle! Kampfmeister, okay, hört sich ja immer schlimmer an. Kampfmeister! Senpai! Notice me! Entschuldigung. Ah. Irgendwie noch die Seuche im Hals. Ich war ein bisschen krank. Und anscheinend bin ich immer noch nicht komplett auskuriert. Und das ist nicht überaus penitiös. Stirb! Well done. Meine Fresse, sind die Tank hier, das sind richtige Bastards. Richtige motherfucking Bastards sind das. Holy shit. Holy shit. Okay, was geht hier ab? Ist das überhaupt der richtige Weg? Das dichtet. Tatsache. Sonst wären wir hier lang gelaufen, hier wären wir sicher gestorben. Und jetzt sind wir so undercover-mäßig gelaufen. Das ist schön. That's beautiful. It's true. Hier komme ich jetzt rein, ja. Dann gehen wir da erstmal rein. Erstmal Helm abziehen. Normal. So, hier reinlaufen. Alles brennt. Schön sieht das aus. So, Medikit her damit. Dankeschön. Die geht. Springbrunnen läuft wie eine Biene. Chen, Chen, Chen.
Alles weggeklatscht hier, Mann. Zur Seite mit euch. Ich suche Gegner, keine Opfer. Oh, my brother. Rocket Launcher. Hier geht ein Schild hoch. Ich würde mich gerne hier irgendwo verstecken. Wir flankieren sie. Sie kommen von hinten. Okay, nice. Oh. Saren. Mambaren. Einfach so weg. Digga, Augenbrauen zusammenziehen. Boah, auf einmal. Einfach so, Granate. Digga, was ist hier los? Digga, der hat nur eine Pistole, was ist los mit euch? Gib ihm den dicken Heady. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Ich musste mich auf dem Weg 100 ihrer Anhänger entledigen. Tut mir leid, dass sie warten mussten. Sie haben verloren, das wissen sie doch, oder? In wenigen Minuten hat Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich gehe jetzt zu dieser Hauptkontrolltafel und Sie können mich nicht aufhalten. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann sie nicht retten. Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Wormaya musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für sie. Irgendwie ist seine Stimme anders, glaube ich. Ich glaube, die... War die irgendwie nicht deeper, so richtig creepy am Anfang? Oder vorher auch, als er geredet hat, so richtig... Und jetzt hört die sich irgendwie so pussyhaft an. Ich würde lieber sterben, als so zu leben. Dann werden sie sterben. So wie ihre Gefährten. Wie alle, die sie kennen und lieben. Wie jeder, den sie je getroffen haben. Verstehen Sie? Sie werden alle sterben! Die Reaper kann man nicht aufhalten. Den Proteanern gelang es nicht. Und Sie können es auch nicht. Der Kreislauf setzt sich ewig fort. Die Reaper nutzen die Organischen nicht. Sie verschlingen sie und werfen sie weg. Sobald die Eroberung abgeschlossen ist, werden sie weggeworfen. Ich habe keine Wahl. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Unterwerfung oder Tod. Es gibt keine anderen Optionen. Sie hätten sich widersetzen können. Sie hätten kämpfen können. Stattdessen haben sie sich ergeben. Sie haben aufgegeben. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Es gibt noch einen Weg, das aufzuhalten. Wenn Sie den Mumm dazu haben. Leben Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Der hat sich jetzt in den Hals geschossen. Das macht gar keinen Sinn.
Der war der übelste coole Bösewicht. Der war richtig creepy as fuck und almighty und alles. Und hat alle manipuliert. Und dann sagt er ihm drei Worte und dann schießt er sich in den Hals oder was? I'm fucking disappointed, wenn er jetzt nicht nochmal wiederkommt. So kann ich da nicht drauf. You serious? Ist drum rumlaufen. What the fuck? Das macht keinen Sinn! Ha? Huh? Ich bin jetzt geschockt, verwirrt, enttäuscht. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole. Der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sie würden Menschen opfern, um den Rat zu retten? Was haben die denn je für unser Volk getan? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Ich scheiß auf den Rat! Dass sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Scheiß auf den Rat, das stinkt. Halten Sie sich zurück, Joker. Wir werden keine Menschen opfern, um den Rat zu retten. Halten Sie die Schiffe zurück, bis Sie die Sovereign in der Schussbahn haben. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun, Mensch. Halt's Maul. Der Rat darf nicht umsonst sterben. Du bist eh fucking useless. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Öffnen Sie einen Com-Kanal. Hier ist die Ascension. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Guardian-Abwehr wurde überwältigt. Kritische Barrieren sind ausgefallen. Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Wie geschmeidig er da runtergesprungen ist. Er lebt sicher noch. Kann nicht einfach so tot sein. So. Jawohl. Ich hätte ihn weggepumpt. Er ist tot. Ha!
Wusste. Okay. Klatschen wir den mal weg. Boah, ist kurz geleckt. Ach, da Feuerbahn! Saren und Waren. Ich pump den jetzt weg. Nein, nicht mit der Pisse, Mann, mit der Pumpgun! Oh, dieser Felsenmann! Kann einfach nicht über Felsen laufen. Was ist das für ein Commander? Gott sei Dank, Mann, gibt's einen Saren, Mann. Also sein Attack Pattern ist jetzt eigentlich nicht so pralle bis jetzt. Ich sag erstmal nichts, weil sonst klatscht er mich gleich voll. Ist halt fucking fast. Schild hoch. Asshole. Ah, los geht's, Alter. Mann, was ist das für ein Bossfight? Der springt einfach nur rum. Und hat ein dickes Schild. Jetzt ist er vergiftet schon mal. Jetzt geht er gut down. Oh, fuck. Ich bin hier auch noch nicht wieder. Oder? Doch, komm. Bam, heal. Und los geht's. Ach komm, ich gebe dir jetzt einen mit, Alter. Oh, dieser Bossfight. Das war ja richtig cool. Meine Fresse. Das ist doch dieser Reaper, oder nicht? Boah. Dicker Laserstrahl. Ins Gesicht. Ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Oh fuck. Boah, jetzt hat er wieder seine, das scheiß Schild. Boah, geht er mir auf die Eier. Und das Schild wieder wegkommen. Also ich glaube, der Trick ist es einfach, andauernd in Bewegung zu bleiben und draufzuhauen. Hier kann ich nicht schießen. Moment. Okay. Boah, ich bin so langsam! Wieso crouch ich? Bin ich Peter Crouch oder was? Oh, sind beide tot, okay, wiederbeleben. Heal. Greifen wir mal an, die Lappen. Also meine Lappen. Ah, ist fast down, Schild ist fast down. Wir haben nochmal Dauerfeuer. Dauerfeuer, Mann, wo ist der? Seh nicht, da. Springt mir viel zu viel rum hier. Oh shit. Wo ist der? Och, Saren-Mambaren, Alter. Ist mir auf meine Kohones. Oh, come on, er ist fast down. Ist richtig los schon. Wenn ich so viel rausspringen würde. Peniskopf, Alter. Er ist gar nicht peniziös genug. Ah. Saren Mambaren.
Come on, die! Oh mein Gott, ist fast tot. Fast tot, Rock. Ja, ist er down? Oh mein Gott! We did it! Heftiger Bossfight! Digga, Thug Life! Einfach rasiert, auseinandergenommen. Tschüss, was ist hier los? Einfach so. Voll auseinandergebrutzelt den Sack. Los! Es ist schon recht dunkel hier, muss ich sagen. Boah, ein Super Saiyajin. Captain Anderson, wir haben sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Anderson! Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Wo bin ich? Wo sind wir? Sind wir tot? Digga, wir sind tot. Oh. Musik ist auch nice. Wie sich freut. Smiley Face. What a son of a... Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gerne mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Aber darum sind Sie nicht hier. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Der Rat ist tot. Die Galaxis braucht eine neue Führung. Die Flotte der Zitadelle wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Wenn wir jetzt vortreten, kann uns niemand aufhalten. Der Rat hat uns doch nur zurückgehalten. Als sich die Gelegenheit bot, ihn loszuwerden, habe ich sie ergriffen. Großer Gott, Shepard! Wie können Sie so etwas auch nur sagen? Ach, bleib locker. Tun Sie nicht so überrascht, Captain. Wir wissen doch alle, dass es wahr ist. Die Opferung des Rates hat uns den Sieg über die Sovereign ermöglicht. Der Zweck hat die Mittel geheiligt. Wir Menschen verstehen das. Das ist es, was uns stärker macht als die anderen Rassen. Was sagen Sie da? Die Galaxis braucht eine Führung. Eine wahre Führung. Wenn es zu einer Krise kommt, dürfen wir uns nicht in Debatten verfangen, wie es der alte Rat getan hat. Der neue Rat muss mit einer einzigen Stimme sprechen. Er muss aus einer einzigen Spezies zusammengesetzt werden, den Menschen. Ah, normal!
Der Rest der von mir wird sich nicht einfach verbeugen, nur weil wir es ihm sagen. Wir werden die Flotte brauchen, um sie zum Einlenken zu zwingen. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an die Menschheit. Und das ist ihr Verdienst. Ihr rücksichtsloses Vorgehen gegen Saren und die Geth, ihr Trotz gegenüber dem Rat, das ist es, wozu die Menschen in der Lage sind. Genauso können wir die Sovereign besiegen. Die anderen werden uns folgen, Shepard. Sie wissen, dass wir ihre einzige Hoffnung sind. Wir werden einen menschlichen Rat mit einem menschlichen Vorsitzenden haben. Der Botschafter hat recht. Auch wenn es mir nicht gefällt, so können wir die Wahrheit nicht leugnen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Vorsitzender werden soll, Commander. Lass mir Machado. Das müssen die Politiker klären. Ich habe noch viel zu tun. Die Reaper sind immer noch da draußen und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Und keine andere Spezies der Galaxis versteht wirklich, was man zum Überleben braucht. Die anderen Rassen müssen unserem Beispiel folgen. Wir müssen die Kontrolle übernehmen. Es wird Zeit, dass sich die Menschheit erhebt und ihr Schicksal in die eigene Hand nimmt. Das sieht geil aus. Kommen jetzt die Credits. Tatsache. Weg. Weiche Dämonen. Was ist das jetzt? Mhm, nochmal Werbung machen. Schön! Schön, schön, schön! Meine Freunde. Somit ist das Spiel durchgespielt. Ich war etwas enttäuscht vom Endboss, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein Witz eigentlich. Er war schon ein bisschen mächtig, aber naja, ein bisschen rumlaufen hat's auch getan. Ja, das war jetzt mein erstes Projekt, was ich abgeschlossen habe. Offiziell. Sehr schön. Mir sehr viel Spaß gemacht. Fand sehr witzig. Spiel war sehr gut. Werde auch noch ein Review dazu machen. So, Vorteile, Nachteile aufzählen, was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. An sich, gutes Spiel. Nice Story. Hat halt ein paar Makel, aber ist Standard, ne? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt. Auf Wiedersehen, ihr übergeilen Pelikane. Und haut rein.